Liebe Freunde, haben Sie schon gehört? Die sowieso schon klamme Ampelkoalition wird in Zukunft erhebliche Probleme mit den Steuereinnahmen bekommen. Sie brechen in den nächsten Jahren um 81 Milliarden Euro ein. Und das finde ich gut. Wir wollen mehr wissen, jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, die Steuereinnahmen haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Und das Ergebnis ist nicht, dass man eventuell die Steuern gesenkt hat, um die Bürger zu entlasten. Nein, man hat mit dieser Tüte des Geldes, mit diesem Füllhorn des Geldes, hat man immer mehr Ausgabenbereiche sich angeeignet, wo der Staat nicht das Geringste zu suchen hat. Die Staatsquote ist, je nachdem, wie man es mittlerweile rechnet, zwischen 50 und 70% des Bruttosozialproduktes. In den 60er Jahren war es mal 25 bis 30 und vor dem Ersten Weltkrieg war es mal 10%. Und das sollte auch reichen. Wir sehen uns erstmal die Meldung jetzt hier von dem Handelsblatt an. Schauen Sie mal. Steuereinnahmen brechen um 81 Milliarden Euro ein. Aufgrund der schwachen Konjunktur fallen die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren geringer aus als bisher gedacht. Das verschärft die Finanzprobleme der Ampelkoalition. Lindner reagiert mit einer Ansage. Ja, ich würde mich freuen, wenn die Steuereinnahmen noch viel weiter einbrechen, eine ganze Menge mehr. Dann muss man den Staat mal ein bisschen verschlanken, oder wie Markus Krall immer sagt, man muss ihn verhungern lassen, das sehe ich ganz genauso. Also schauen wir nochmal 2, 3 Zeilen hier weiter im Text, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen. Die neue Steuerschätzung hat die Finanzprobleme der Ampelkoalition verschärft. Am Donnerstag präsentierte Bundesfinanzminister Lindner die jüngste Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung und die sagt in den Staatseinnahmen ein Minus voraus. Nach Einschätzung der Experten werden Bund, Länder und Kommunen in den kommenden 5 Jahren 80 Milliarden Euro weniger einnehmen. Für den Bund beträgt das Minus 41 Milliarden. Ja, erfreuliche Nachricht. Hoffentlich weckt das die Leute einmal auf, aber ich befürchte, wie es immer so ist, wahrscheinlich nicht. Sie werden dann nur kreativ werden, um sich möglicherweise über andere Einnahmequellen Gedanken zu machen. Und das muss aufhören. Wir brauchen einen großen Rundumschlag, um dieses Staatswesen zu sanieren. Und zwar, das muss heißen, in erster Linie Ausgabenkürzung. Und zwar ganz brutal. Fangen wir mal mit den ganz offensichtlichen an. Für unsere zugewanderten Fachkräfte geben wir jedes Jahr zwischen 50 und 80 Milliarden Euro aus. Man könnte das einfach streichen. Komplett streichen. Man kündigt an, in 5 Monaten gibt es keine Gelder mehr und dann sollen die Leute zusehen, wie sie ihr Leben finanzieren bzw. das Land wieder verlassen. In den USA ist es zum Beispiel so, da kommen sie erstens kaum als Flüchtling rein und wenn sie reinkommen wollen, müssen sie sich bei der Botschaft anmelden, der US-Botschaft, und wenn sie dann sagen, ja, sie dürfen kommen, kriegen sie für 6 oder 8 Monate eine gewisse kleine Unterstützung und dann ist Schluss. Sollten wir genauso machen. Kann weg. Der nächste Punkt ist die sogenannte Entwicklungshilfe. Komplett einstellen. Komplett. Die Entwicklungshilfe ist nur das Wegnehmen des Geldes in den reichen Ländern bei den ärmeren Bürgern und das wird dann verbracht in die ärmeren Länder zu den Reichen, zu der korrupten Regierung. Das ist Entwicklungshilfe. Komplett einstellen. Braucht niemand. Und wenn man wirklich meint, man müsste irgendwo etwas fördern aus irgendwelchen dann natürlich deutschen Interessen, kann man ja kostengünstige Kredite vergeben. Aber gut, gucken wir uns mal das ganze Große an. Wir haben 16 Bundesministerien. Davon brauchen wir garantiert 12 nicht. Fangen wir an mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Kann weg, kann komplett weg. Eine gewisse Regulierung beim Bau haben wir in den Kommunen, das reicht. Und der Rest kann weg. Auch die ganzen dazugehörigen Vorschriften können alle weg, können alle weg. Dann kommen wir zum Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das war das genannte Entwicklungshilfeministerium. Kann auch weg. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Kann im Prinzip auch weg. Reste davon, vielleicht Reste vom Bundesministerium für Umwelt, kann man sicherlich ins Wirtschaftsministerium eingliedern. Aber das kann im Großen und Ganzen weg. Bundesministerium für Bildung und Forschung kann auch komplett weg. Sie glauben doch nicht, dass irgendwelche Beamten besser entscheiden als die private Wirtschaft,
über was man forscht, was soll das? Und ja, Bundesministerium für Bildung, sehen sich unsere Schulen an, können Sie auch vergessen. Die sollte man im Übrigen auch komplett privatisieren. Komplett. Wollen Sie Ihre Kinder weiterhin in irgendwelche Schulen schicken, wo irgendwelche Ökosozialisten Ihnen irgendwas erzählen? Bundesministerium für Digitales und Verkehr kann auch weg. Die kriegen es doch eh nicht hin, vernünftige Autobahnen und Brücken zu bauen. Lassen Sie uns das alles privatisieren. Dann zahlen wir eben Maut auf den Autobahnen. Ja und? Dafür sind die wenigstens gut und in Ordnung. Bundesministerium für Gesundheit kann auch komplett weg. Wir müssen das Gesundheitswesen privatisieren, komplett. Wir brauchen keine Kandidaten wie Herrn Lauterbach, der dann uns irgendwas vom Pferd erzählt. Kann weg. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann auch weg. Was wollen die? Komplett überflüssig. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft können Sie ebenfalls abschaffen. Reduzieren Sie die ganzen Gesetze, die die armen Bauern quälen. Reduzieren Sie das. Und wenn es noch irgendwelche EU-Vorschriften gibt, okay, dann lasst uns eben aus der EU austreten. Brauchen wir nicht. Bundesministerium der Verteidigung, gut. Das müsste man effizienter gestalten, den Etat aufstocken und da mal ein bisschen auskehren. Wie sagte irgendwie vor ein paar Jahren ein israelischer Offizier, der sich den deutschen Wehretat ansah, damals irgendwie 40 Milliarden Euro, der sagte dann mit dem vielen Geld, was macht ihr damit? Ihr habt keine funktionsfähige Armee, trotz des vielen Geldes. Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ja okay, das werden wir wohl eine gewisse Zeit noch brauchen. Das müsste man aber langfristig umarbeiten, dass man die Leute in eine private Rentenversicherung überführt. Das wird ein längerer Prozess werden. Und man macht das ganz radikal und sagt, hör zu, wir schaffen das alles komplett ab. Und die Defizite, die wir noch bei der Rentenversicherung haben oder die Beträge für die nächsten Jahre, bis wir es umgestellt haben auf eine private Rentenversicherung, dann nehmen wir einfach die Guthabenposition des Staates. Und damit meine ich nicht das Geld, das hat der Staat ja sowieso nicht, sondern wir verkaufen einfach alles, was im Staatsbesitz ist. Eben Wälder, Straßen, Gebäude, alles, was irgendwie da ist und privatisieren das. Und von diesen Erlösen, unser Freund Markus Krall geht so von 3 Billionen Euro aus, können wir sicherlich die Rentner, die noch in dem jetzigen System, ich bezeichne es immer als Ponzi-System oder Ponzi-System, das ist so etwas Ähnliches wie Kettenbriefe, solange können wir die Rentner noch durchfüttern, bis dieses System dann an sein Ende kommt. Gehen wir weiter. Bundesministerium der Justiz. Okay. Auswärtiges Amt, ja, das könnten wir aber auch von den Kosten ein bisschen reduzieren. Bundesministerium des Inneren kann auch bleiben, obwohl man das sicherlich auch in ein Superministerium für Wirtschaft und Finanzen eingliedern könnte. Und dann haben wir noch die letzten beiden, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Da kann man diesen Blödsinn mit dem Klimaschutz streichen. Es ist sowieso komplett belanglos. Die BRD emittiert 0,016% aller weltweiten CO2-Emissionen. Das ist belanglos. Das könnte man dann zusammenlegen, Bundesministerium für Wirtschaft mit dem Bundesministerium der Finanzen zu einem großen Superministerium. Was meinen Sie, was wir da sparen würden? Und wenn wir das alles gemacht haben, dann streichen wir sofort die Einkommens- und die Lohnsteuer, und zwar restlos. Das sind rund 300 Milliarden im Jahr oder 350 Milliarden, die der Staat dadurch einnimmt. Wenn wir die ganzen Ministerien gestrichen haben und jede Menge Ausgaben, ist das überhaupt kein Problem, darauf zu verzichten. Dann erhöhen wir ein bisschen die Mehrwertsteuer von 20% auf 30% und das war's. Und auch alle anderen Steuern, Grundsteuern, Sektsteuern, Kaffeesteuern, alles was wir haben, Gewerbesteuern, Kapitalertragsteuern, das kann alles komplett weg. Komplett weg. Und was meinen Sie, was in diesem Land los wäre, wenn jeder, der hier reinkommt, keine Steuern mehr zahlen muss? Und auch die Bürger. Der normale Arbeitnehmer hätte sofort das Doppelte von seinem Netto. Was meinen Sie, wie dieses Land wirtschaftlich nach oben kommen würde? Nach den ersten Anfangsschwierigkeiten in ein, zwei Jahren, bis das alles umstrukturiert ist, danach wird es boomen ohne Ende. Ich glaube, wir könnten unser Bruttosozialprodukt in kürzester Zeit verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. In diese Richtung sollten wir denken und wir sollten, um zurück auf diesen Artikel heute vom Handelsblatt zu kommen, über jeden Euro, den der Staat weniger einnimmt, sollten wir wirklich froh sein. Es muss ja einiges getan werden. Einiges. Gut, das soll es
für heute gewesen sein. Das Video ist ja schon wieder 10 Minuten. Bis zum nächsten Video.